Liebe Andreas, das sind die drei Übungen aus dem Duftigong Teil 1 für dich zur Stärkung von Nacken, Hals, Herz und Magen-Darm. Du stehst wie bekannt im Qigong-Stand, stellst die Hände gegenüber und ziehst ganz locker die Hände auseinander. Die Eingangsübung, der Eingang, die Einführung. Jetzt die erste richtige Übung, der goldene Drache, du bist mit dem Schwanz. Du legst die Handflächen auseinander und schwingst nach rechts und links, bleibst locker in den Knien und schwingst wie von alleine nach rechts und links 36 Mal zu beiden Seiten. Ja, da merkst du schon, wie langsam der Schultergürtel entspannen kann und leicht gedehnt wird. Zweite Übung. Bleib stehen, hebst die Arme nach oben und lässt sie wie von alleine runterfallen. Nutzt die Schwerkraft und sie schwingen wieder nach oben. Der Pfau nickt mit dem Kopf. Der Pfau nickt mit dem Kopf. Diese Übung 36 Mal und das ist ganz gewollt, dass die schnell sind, die Übungen. Du guckst dir inzwischen den Strand an, das Meer, die Bäume, was auch immer dir gefällt oder nicht dein Blick zieht. Genau. Zweite Übung und dann kommt diese Zwischenübung. Genau. Als Abschlussübung nehme ich noch der Mönchstreich über die Gitarrenseiten. Auch diese Übung. Als Abschluss legst du die Handflächen aufeinander, bleib kurz in der Stille und dann schließt du deine Energiefelder, indem du dreimal einatmest und ausatmest, einatmest, ausatmest und noch letzte Mal einatmest, ausatmest, reibst die Handflächen ineinander und fängst nochmal alle Energie ein, die du für den heutigen Tag brauchst und gibst sie in dein ganzes